Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute soll es um die Bruchrechnung gehen. Und wir haben hier unterschiedliche Aufgaben, die wir uns mal genauer anschauen wollen. In der Aufgabe 1 können wir jetzt hier sehen, da wird es um die Addition gehen, und zwar um Brüche mit gleichem Nenner. Wir schauen uns das mal an. In der Aufgabe 2 wird es ums Einzeichnen von Brüchen gehen in unterschiedliche Flächengrößen. Und bei Aufgabe 3 wollen wir dann nochmal Vergleichen von Brüchen vornehmen. Ja, dann lasst uns mal loslegen. Wenn wir uns die Aufgabe 1 jetzt genauer anschauen, dann sehen wir hier jetzt ein Blech. So können wir es uns vorstellen, ein Kuchenblech. Und das ist in insgesamt hier 4 gleich große Teile eingeteilt. Und wir wissen ja bereits, dass der Nenner immer unten steht. Und der Nenner uns angibt, in wie viele gleich große Teile etwas Ganzes aufgeteilt ist. Und damit ist der Nenner hier also 4. Ja, wie wir jetzt beim zweiten Summanden sehen können, ist auch hier und im Ergebnis der Nenner 4. So, jetzt müssen wir den Zähler bestimmen. Und da sehen wir ja, von unserem Blech ist jetzt hier 1 rot markiert. Der Zähler steht immer oben. Und beim zweiten Blech sehen wir, sind hier 2 markiert. Wir müssen natürlich addieren und schreiben die 2 hinein. Wenn wir das jetzt berechnen wollen, dann schauen wir uns das mal grafisch an. Wir sehen also, vom einen Blech haben wir ein Stück. Das malen wir jetzt mal ein. Und vom zweiten Blech haben wir dann jetzt hier 2 Stücken. Insgesamt sehen wir jetzt hier 3 Stücken. Wir können jetzt also hier 3 in den Zähler eintragen. 3 von 4 Stücken. Unser Ergebnis lautet 3/4. Wenn wir jetzt Brüche addieren mit gleichem Nenner, dann müssen wir beachten, dass wir die Nenner niemals addieren. Auf keinen Fall. Wir können ja im Ergebnis genau sehen, dass es immer noch 4 Stücken sind vom ganzen Blech. Okay, wollen wir uns mal der Aufgabe 2 widmen. Wir sehen jetzt hier im Nenner die 5. Wir sollen also ein Fünftel einzeichnen. Und wir betrachten also zuerst den Nenner. 5. Wir brauchen also 5 gleich große Teile. Dann schauen wir uns mal die erste Figur an. Wir sehen also hier, das ist ein Rechteck. Wie könnten wir jetzt einteilen in 5 gleich große Teile? Wir schauen mal, wie sieht es mit den Zeilen aus? 1, 2, 3, 4. Also zeilenmäßig würde es nicht hinhauen. Schauen wir mal spaltenmäßig. 1, 2, 3, 4, 5. Das würde hinhauen. Dann würde ich also dann so lang mal einteilen in 5 gleich große Teile. Wir können ja tatsächlich hier im rechten Winkel einzeichnen, indem wir das Geodreieck direkt so drauflegen. Und jetzt sollen wir 1 von 5 nehmen, 1 von 5. Und dann ist klar, welches davon diesen 5 Stücken ist vollkommen egal. Ich nehme jetzt direkt das erste, zeichne es hier jetzt grafisch ein. So. Kommen wir zum zweiten. Auch hier empfiehlt es sich jetzt also erstmal zu schauen. 5 gleich große Teile. Wir schauen wieder zeilenmäßig, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, diesmal können wir es zeilenmäßig machen. Und dann machen wir das also auch
entsprechend. Und auch hier wieder 1 von 5. Dann würde ich also einfach jetzt hier markieren. So. Das letzte schauen wir auch mal. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen. 2, 3, 4, 5 Spalten. Also hier ist es jetzt wirklich egal. Ich mache jetzt also hier entsprechend mal spaltenweise. So, also wir können es so rum machen oder so rum. Das spielt wirklich keine Rolle. Am Ende müssen es 5 gleich große Stücken sein. Und nun können wir wieder eins einzeichnen, farbig markieren. Das wäre dann 1 von 5. Schreiben wir uns hier drunter noch. 1 von 5 wäre ein Fünftel. Okay, Aufgabe 3. Wir sollen Brüche vergleichen. Wenn wir Brüche vergleichen, dann schauen wir auch wieder auf unseren Nenner. In dem Fall sehen wir hier, ist er jetzt 3 und hier ist er auch 3. Wenn der Nenner gleich ist, dann schauen wir nur auf die Zähler. Wir haben jetzt den Nenner verglichen, wir schauen auf die Zähler. Sind die Zähler auch gleich, dann ist der Bruch natürlich gleich. Hier sind sie jetzt unterschiedlich. Die 2 ist größer als die 1 und damit folgt daraus, dass auch 2 Drittel größer ist als 1 Drittel. Schauen wir uns die Aufgabe B an. Wir sehen hier zufälligerweise auch wieder gleiche Nenner und die Zähler sind wieder unterschiedlich. Die 2 ist größer als die 1 und damit muss die Öffnung so rum zeigen. 2 Fünftel ist ja klar, wenn ich 2 von 5 einmale, wenn ich das vergleiche, ist dann mehr als ein Fünftel, nicht? Hat man ja 2 Stücken von 5 insgesamt und damit ist das größer. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal.